Hello, my name is Patty Amsden and I am having the opportunity to visit here in Germany. Hallo, mein Name ist Patty Amsden und ich habe die Gelegenheit, hier in Schondorf zu Besuch zu sein. And I live in the state of Illinois in the United States. Ich lebe in Illinois, das ist in USA. I'd like to take a few minutes and give you a little history about who I am. Und ich möchte einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und ein bisschen etwas zu meiner Lebensgeschichte sagen, wer ich bin. And specifically I'd like to talk about the call of a prophet that is on my life. Und insbesondere möchte ich über den die Berufung eines Propheten sprechen, die auf meinem Leben liegt. I was saved for about 10 years when the Lord called me into this office. Ich war ungefähr 10 Jahre errettet, als der Herr mich in das Amt des Propheten gerufen hat. And at that time I had already been teaching both locally and nationally. Zu der Zeit war ich schon eine Bibellehrerin, also in den Staaten und auch in der ganzen Nation. And not only had I been teaching, my husband and I had begun a church, so I was functioning in the role of a pastor, associate pastor. Und mein Mann und ich, wir haben auch in der Zeit eine Gemeinde gegründet und ich war dort der zweite Pastor. And shortly after I received the call, an angel came to me and put a scroll in my hand. Und kurz nachdem ich die Berufung zur Prophetin erhalten hatte, kam ein Engel zu mir und hat mir eine Schriftrolle in die Hand gegeben. And I knew that that scroll was title deed to the territory in which we had planted our church. Und ich wusste, dass dies eine Beglaubigung war, die mir gegeben worden war für das Gebiet, wo wir wohnten. And the angel also told me that the principality or the main demonic force that was controlling our territory. Und der Engel hat mir auch gesagt, dass die dämonische Kraft, die Prinzipalität, die über unserem Gebiet herrschte. That angel gave me the name of that principality. Und der Engel hat mir auch den Namen genannt von dieser Prinzipalität. He told me the name was ancestral worship. Und der Name war Anbetung der Vorfahren. And that was the first time I'd heard that phrase, so I was pretty sure that that was a true word God was giving me. Und es war zum ersten Mal, dass ich dieses Wort überhaupt hörte, und ich war mir ziemlich sicher, dass das wirklich auch vom Herrn war. So at the same time, the angel said that we were not yet to try to take on that principality. Aber der Engel sagte mir auch, dass jetzt noch nicht die Zeit wäre, um diese Prinzipalität geistlich anzugehen. So for about the next 12 or 15 years we did different kind of things in the realm of prayer. Und in den folgenden ungefähr 12 bis 15 Jahren haben wir einfach ganz verschiedene Dinge im Gebet durchgebetet. And during all of those different things like prayer walks are seasons of intensified prayer. Und während wir all diese verschiedenen Dinge gemacht haben, zum Beispiel Gebetsspaziergänge und gewisse Fürbitten. Personally, I was growing in an understanding of what it meant to be a prophet. Da bin ich einfach persönlich sehr gewachsen in diesem Verständnis, was es eigentlich heißt, eine Prophetin zu sein für den Herrn. Plus, our prayer team was gaining an understanding of how you function in these spiritual dimensions. Und auch unser Gebetsteam hat großes Verständnis und Erkenntnis erhalten, was es bedeutet und wie man sich in diesem Bereich, wie man da beten kann und vorwärts gehen kann. I was learning how to operate in the gifts of the Spirit. Und ich habe auch gelernt, wie man in den Gaben des Geistes vorwärts geht. I was growing in an understanding of how to do deliverance, casting out devils, demons. Und ich bin auch gereift einfach in dem, wie man Leute befreien kann von bösen Mächten. I was growing in my own personal knowledge of what the Bible had to say about these things. Und auch in meinem persönlichen Erkenntnis bin ich einfach gewachsen in dem, was die Bibel über diese Dinge zu sagen hat. And there were many times that we knew that we were operating in spiritual realms that were not just part of everyday life. Und wir wussten, dass wir oft in einem geistlichen Bereich waren, wo es um Dinge ging, die nicht einfach nur so zum normalen täglichen Leben gehörten. And
came to know that this was the counsel of the Lord, a spiritual counsel. Und ich habe dann herausgefunden, dass das der sogenannte Rat des Herrn war, in dem ich da stehen durfte und Dinge erkennen durfte. And in these times, in these spiritual councils, God would give us strategies on what to do. Und in diesen Zeiten, wo wir da in diesem geistlichen Rat gestanden sind, hat Gott uns Strategien geschenkt und uns ganz genau gezeigt, wie wir vorgehen sollen im Gebet für gewisse Dinge. He would give us proclamations of things that we were supposed to say. Er hat uns zum Beispiel Proklamationen gegeben, wie wir was sagen können, proklamieren können. Also, while we were learning our way around dealing with this principality. Und auch während wir das einfach gelernt haben, wie wir mit dieser geistlichen Macht umzugehen haben. I was personally called to do things throughout the United States as well as other nations. Wurde ich auch gerufen, um in den Staaten zu dienen, in ganz Amerika und auch in anderen Ländern. And the two aspects that I was supposed to address. Und die zwei Aspekte, die ich adressieren sollte. So this was in these early days, in these first years of dealing with ancestral worship. Das war also so der Anfang, die ersten Jahre, wo es um diesen um die Anbetung der Vorfahren ging. I was supposed to deal with things that had to do with ancestors or generations. Ich sollte mich einfach mit Dingen befassen, die mit Vorfahren zu tun hatten, was da geschehen war. So I was sent to places like Mexico and Japan. Und ich wurde dann in Länder geschickt, wie zum Beispiel Mexiko und Japan. The Philippines. Auch in die Philippinen. To cities throughout the United States. Und auch in verschiedene Städte in den Vereinigten Staaten. That had strong emphasis on raising up the generations. Wo eine starke Betonung drauf lag, dass die Generationen hervorgebracht werden sollten. And in many of those places, God would meet me there and tell me how to deal with ancestor worship in other areas. Und oftmals, wenn ich an diesen verschiedenen Orten war, da hatte ich einfach Begegnungen mit Gott, wo er mir genau gezeigt hat, wie ich mit diesen Dingen umzugehen hatte. I also went throughout the United States and other nations teaching on the subject of worship and dance and the arts. Und ich bin auch in verschiedene Städte gereist und habe über Anbetung gelehrt in USA, über auch Tanz and in both of und these, die verschiedenen Künste. In both of these areas, things to do with the ancestors and things to do with worship. In beiden Bereichen, wo die Dinge etwas zu tun hatten mit Anbetung und mit den Vorfahren, I grew in my understanding of how to deal with that principality. Da bin ich gewachsen in meiner Erkenntnis, wie mit dieser Macht umzugehen ist. Every prophet that is called of God, und jeder Prophet, der wirklich von Gott berufen ist, is going to go through training in the area of their assignment. Wird durch ein Training gehen in dem Bereich, wo er oder sie berufen ist. And so both abroad and at home, God has empowered me to deal with this particular principality. Und so hat Gott mich wirklich befähigt, mich damit zu befassen, sowohl für die Vereinigten Staaten sowie auch für andere Länder. If you're called to be a prophet, we pray that God will bless you in your training. Und wenn du berufen bist als Prophet oder Prophetin, dann beten wir, dass Gott dich segnen wird in deiner Ausbildung.